أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، die Frage heute: sündigt ein Mann, wenn er eine Frau ohne Kopftuch heiratet? Natürlich, wenn wir sagen ohne Kopftuch, dann meinen wir den Hijab, dann meinen wir die vollständige islamische Bedeckung einer Frau, aber das Kopftuch ist geläufig unter den Menschen, deswegen haben wir das hier mit diesem Begriff verwandt. Wir meinen natürlich den Hijab, die islamische Bekleidung, die eine Frau vollständig bedeckt, mit Ausnahme des Gesichtes und der Hände nach einigen Gelehrten und bei anderen Gelehrten, dass auch das Gesicht und die Hände bedeckt sein müssen. So heißt es in einer Überlieferung von Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, und diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari rahimullah ta'ala verzeichnet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte: Tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li dinha wa li hasabiha wa jamalaha fa'alayka bi dhati ad-din. Abu Huraira radiyallahu anhu arda berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Das bedeutet, wenn Männer eine Frau heiraten, dann tun sie dieses aus vier Gründen: wegen ihrem Geld, Besitz, und wegen ihrer Religion, und wegen ihrer Abstammung, und wegen ihrer Schönheit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schloss diese Überlieferung ab mit, dass man die Religion bevorzieht. Und so heißt es in Sura 33 und der Aya 33, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu den Frauen, den gläubigen Frauen, gesagt hat im Koran al-Karim: وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. Und stellt eure Reize, o ihr Frauen, nicht zur Schau. Das heißt, schmückt euch nicht und zeigt euch draußen wie in der früheren Zeit der Unwissenheit. Und auch heißt es in einer Überlieferung von Abu Huraira radiyallahu anhu arda, und sie ist verzeichnet bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنَمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieb in dieser Überlieferung bei Imam Muslim eine bestimmte Gattung von Menschen, die er in seiner Zeit sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen hat, und diese werden später auftauchen, und das ist eine Bestätigung für sein Prophetentum. Er sagte, dass es Frauen geben wird, sie werden angezogen, aber dennoch nackt sein. Sie werden angezogen und dennoch nackt sein. Und er beschrieb, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie einen verführerischen, tänzerischen Gang haben und dass sie auch anderen diese Art der Verführung beibringen werden, diese Frauen. Ihre Köpfe sehen aus wie ein Kamelhöcker, denn sie haben ihre Haare so nach oben gebunden, und darüber ist dieses Stück Stoff. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schloss die Überlieferung ab: Sie werden nicht das Paradies betreten und auch nicht dessen Geruch riechen. Das bedeutet, das ist eine schwere Warnung für die Frauen, die sich nicht richtig anziehen, die sich nicht richtig islamisch bedecken. Und dieses ist in unserer Religion geboten, dass eine Frau sich islamisch bedeckt. Wenn ein Mann jetzt dennoch eine Frau heiraten möchte, die nicht bedeckt ist, so gibt es eine Überlieferung, die der Mann bedenken muss, wenn er so eine Frau heiratet. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari und von Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Jeder von euch ist ein Schafshirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Schafsherde. Jeder von euch hat jemanden im Verantwortungsbereich und er muss auf diese Verantwortung achten. Jetzt gibt es zwei Zustände, wenn ein Mann eine Frau heiratet, die unbedeckt ist, die eintreten. Diese Zustände sind wie folgt. Der erste ist, dass der Ehemann, der diese Frau heiratet, die unbedeckt ist,
Er wird das, was er an Übel macht, nicht korrigieren. So wird er hier eine große Sünde tragen, denn er ist verantwortlich für seine Familie und er muss seine Familie schützen und bewahren vor allem Übel. Und wenn er schweigt bezüglich dieses Zustandes, dass die Frau in dieser Art und Weise herausgeht, ohne sich islamisch zu bedecken, dann ist er verantwortlich für diese große Sünde, gemäß dem Hadith, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, jeder von euch ist ein Schafshirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Schafsherde. Und wie kann ein Mann dieses akzeptieren, dass er mit einer unbedeckten Frau auf der Straße ist, während sie ihre Reize zeigt und andere Männer sie angucken und sich ergötzen an ihren Reizen und sich darüber freuen und er ist dabei still? Das ist der erste Zustand, der ist keinesfalls hinnehmbar für einen Mann, der an Allah subhanahu wa ta'ala und den jüngsten Tag glaubt. Der zweite Zustand ist, dass dieser Mann dieses Übel versucht zu korrigieren, dass die Frau nicht islamisch bedeckt ist. Hier wird Folgendes passieren, es wird die gesamte Zeit über zu Reibereien innerhalb des Hauses dieser Familie kommen. So wird dieser Stress sich natürlich auf das Familienleben auswirken und kein Mann, der Verstand besitzt, möchte so einen Zustand haben. Und das sind die beiden Zustände. Deswegen sollte ein Mann Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und eine Frau heiraten, die bedeckt ist. Dieses wird für beide das Beste sein. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.